nützt nämlich nichts. Ja, hauen wir ab. Ich brauche aber eine lower Route. Ja, toll. Ich brauche einen Bogen. Das nächste Mal einen Bogen mitnehmen. Hallo? Hast du Probleme? Ja, ja. Aber ich liebe Minecraft. Auch wegen den vielen Problemen, die es gibt. Weil, ja. Ja, Probleme sind nicht immer Probleme. Probleme, wie soll man sagen, machen auch irgendwo wie ein bisschen den Sinn eines Spiels aus oder so. Es ist nämlich ein Spiel und kein aller Gott-Projekt, wo sich Gott, ja, die Entwickler dürfen sich nicht Gott gleich fühlen oder sonst irgendwas. Natürlich sterbe ich jetzt dann wieder. Ah je, ich habe verlernt, dem Neffe zu überleben. Aber ich habe eine lower Route. Das ist das Wichtigste wegen dem Braustrand. Alles andere. Alle anderen Routen können wir später fahren mit einer Farm. Mit einer Neffe-Farm. Okay, eine Schlucht. Und hier ist Ende oder was? Und ich bin immer noch kratzig im Hals, habe eine raue Stimme. Das nervt mich. Man geht einfach mal einen Tag raus. Das erste Mal hat es wieder geregnet, war kalt. Ich gehe raus und bin gleich erkältet. Das nervt einfach, das ist Frechheit. Aber das macht irgendwie dem Let's Play auch ein bisschen mehr Vorrang. Aber ich habe auch nicht aufnehmen können wegen der rauen Stimme. Am Anfang hat es mir zu viel Schaden gemacht, also zu viel fest weh gemacht. Und jetzt ist es halt noch nervig. Aber ja, ich konnte mal wieder ein bisschen die Konzentration aufs Let's Playen tun. Weil mir ist schon ein bisschen der Kampfsport und Fußball wichtiger. Oh, ein Skelett hier. Das ist ein Witterskelett. Die haben eine Chance, dass die Köpfe von denen droppen. Und mit dem kann man dann den Witwer-Boss spawnen lassen. Mit ein bisschen netzerdeckter Neffersand. Soul Sand, genau. Soul Sand oder Seelensand. Ja. Stimmt. Wir nehmen hier ein bisschen mit. Die können wir gut gebrauchen. Wenn ihr irgendwelche ein PvP-Spiel, also mit Monster spielt, dann könnt ihr das als Monster-Blockade benutzen. Weil das ein halber Block hoch, also dreiviertel Block hoch ist, können die Zombies da nicht durchtüren oder so. Also sind sie sie sind dreiviertel Platz, da können sie nämlich nicht drauf in die Türe reingehen oder so. Genau. Und hier oben ist Lava. Und das ist wieder eine Sackgasse. Wir wollen noch Warzen suchen, dann gehen wir zurück. Ich muss hier entlang. Ja, jetzt können wir die Lava leider nicht in Obsidian verwandeln oder in Stein verwandeln. Da müssen wir hier entlang bauen. So. Ups. Fast wäre ich noch reingefallen. So, leider ist das ja eine nette Festung ohne Ding. Ohne Warzenfelder. Die sind immer in der Nähe von Treppen. Und da könnt ihr gut dann ein paar nehmen und sie irgendwo anpflanzen. Am besten in der Dunkelheit. Ich weiß nicht, wie viel das ausmacht oder ob es überhaupt was ausmacht, aber es ist natürlich stylischer in der Dunkelheit. Und es leckt. Hm, komisch. So, hier brennt's. Netherrack ist auch gut für zum
Feuerchen machen. Es brennt immer, also das Feuer drauf brennt immer. Also man löscht es aus. Okay, ist es angegossen. Und ja. Mit Social Sam kann man natürlich nicht so schnell laufen. Also wenn ihr irgendwas wie ein Bockenschieß-Wettbewerb macht oder so, macht man ein bisschen Neffer-Sand auf den Boden, dann habt ihr eine Challenge hat noch, weil die Gegner nicht so schnell ausweichen können. Solche Sachen, solche Minigames machen wir natürlich auch auf dem Server, aber alles nacheinander. Am Anfang machen wir einfach mal ohne Plugins. Einfach so, ein paar Parcours, Challenges. Und die sind hier wieder. Ja, die sind wieder hier. Haben wir denn irgendwo eine Chance, dass noch eine Neffe-Festung in der Nähe ist? Also, dass wir einen Gang nicht gesehen haben. Weil manchmal sind die Festungen einfach verschüttet. Leider nicht. Hier ist alles sehr, sehr langsam. Durch den... das nette Zeugs. Ah, hier können wir noch rein. Aber das ist auch ein Teil, wo wir schon waren, glaube ich. Da muss ich jetzt schauen. Oh, kann man nicht schneller rennen. So. Hallo Leute. Wer wohnt denn hier? Das Wiffer-Skelett dort. Ich bin der neue Mieter. Ich muss dich killen. Ja, wo bist du abgehauen? Da hinten. Ja, die haben wahrscheinlich größere Reichweite. Da muss man sie mit einem Sprungangriff angreifen. Ah, hier sind wir nach oben gekommen. Stimmt. Wieso ist es so leck jetzt momentan? Das geht doch nicht. Ja, hier geht's weiter. Aber hier waren wir das sicher auch schon. Oh nein. Denke ich nicht. Sind das Fliegenpilze? Ja. So, noch ein bisschen Glowstone mitgenommen. Wir machen dann schöne Glowstone-Laternen und sowas. Da können wir das gut gebrauchen. Hier noch ein bisschen EXP. Und vielleicht bauen wir auch etwas aus denen. Ich will euch in diesem Projekt viel Baustil und so zeigen. Und auch mal ein bisschen die RPG-Welt ja anschauen, wenn sie dann halt gebaut wird. Momentan baue selbst ich nicht, weil ich natürlich sehr beschäftigt bin, also nicht so viel Zeit habe. Und momentan das Let's Build auch nicht weiterführe. Aber es kommt alles dann wieder. Zuerst will ich mich jetzt hier noch ein bisschen auf das Projekt konzentrieren. Und ich habe ja noch andere Let's Plays am Laufen. Aber ich will schon schon gerne, dass ein paar Leute mitmachen, also wenn ihr gut bauen könntet, dann wäre das richtig nice, wenn ihr mitmachen könntet. Es ist natürlich alles freiwillig, free, aber ich muss euch vertrauen, also müsst ihr zuerst mal auf dem Server ein paar Sachen machen, bevor ihr irgendwie kreativ bekommt, aber ihr könnt natürlich auch ohne kreativ bauen. Ihr bekommt von uns normale Rohstoffe, also nicht gerade Diamantblöcke oder so, aber normale Rohstoffe, da könnt ihr gut etwas bauen. Und eben kreativ bekommt ihr, wenn ihr euch bewiesen habt und so. Und ich euch vertrauen kann. Aber ja, viel könnt ihr ja nicht machen mit dem Kreativmodus. Wechselt ihr die Welt, habt ihr den Kreativmodus nicht mehr. Dann müsst ihr wieder verlangen. Aber eben, zuerst vertrauen,
dann Kreativmodus und am Schluss Admin, dann könnt ihr für einen Moment den Kreativmodus benutzen. Aber eben, ich will einfach einen Grundsatz von Vertrauen an euch, damit wir nicht dann plötzlich ja wieder vollgegrieft oder so dastehen. Aber eben, uns ist es schnuppe, ob ihr grieft oder nicht. Einfach solltet ihr es lassen, weil auf dem Server ist einfach so ein System, wer Scheißdreck macht, ist am Arsch. Und wer Gutes macht, ist im Gegenteil vom Arsch. Also sehr erfreut und sehr willkommen. Und es gibt natürlich auch eine Ruhmeshalle dann wieder, sobald ich die ersten Ruhme verteilen kann. Und ja. Dann gibt es noch ja, Events und so, wo ihr noch etwas Tolles verdienen könntet. Und allesamt, also das Mega, also das Drake-Projekt, Mega-Projekt ist, wird gigantisch cool und ja. Aber dafür müsst ihr natürlich mitmachen. Oder jemand anders, wo ihr kennt, damit es wachsen kann und auch irgendwie cooler werden kann. Da könnt ihr wirklich auch als Zuschauer viel mitmachen, also ja, dass das Projekt gut wird, zum Beispiel indem ihr das Video teilt oder ja, es anderen Kollegen empfiehlt. Und ja, aber das ist alles keine Pflicht natürlich, und wir wollen natürlich auch nicht beten, also beten ist natürlich für die Armen, wir sind nicht arm. Und wir zwei Owners sind Schweizer, wir haben genug Geld. Mit 0,8 Dollar haben wir die beste Währung. Der Schweizer Franken. Und aber wir müssen natürlich auch viel mehr zahlen. Also ja, es ist leider nicht so, dass alle sehr reich sind in der Schweiz. Es ist eher das Gegenteil fast. Die Währung, die hohen Zahlen werden uns noch in Bankrott treiben, wenn es so weitergeht. Vor allem, wenn Länder wie zum Beispiel Deutschland oder die USA immer wie ärmer wird, wird die Schweiz immer wieder reicher und darum leiden wir darunter ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd. Aber das ist Tatsache. Lieber arm in der Schweiz als arm irgendwo in einem Slumland oder sonst irgendwo, weil das ist dann wirklich nicht schön. Hier kann man wenigstens noch leben mit einer Einzimmerwohnung, die dann auch sauber ist und das Essen kommt ja noch. Wenn man arm in einem dritten Land reich ist, da das ist dann schon brutaler, weil natürlich da kann man sehr tief fallen, wenn man arm ist. Ich habe erst einen von Uganda kennengelernt und der hat es wirklich sehr, sehr schlecht. Also zudem bete ich eigentlich jeden Tag, dass es mal schafft, einen Job zu bekommen oder so. Weil der hockt in der Scheiße, sprichwörtlich. Jo. Und ich kann ihm nicht helfen, ich kann nicht. Ich habe auch selber nicht kein Geld. Und wenn es so wenig Preis gibt, kann ich nicht sagen, wie es ihm geht. Ich kann natürlich auch ihm nicht helfen. Und wir haben schon wieder zu wenig. Ach komm, ne, verreck. Wir haben so viel Glowstone zum Mitnehmen. Die brauchen wir dann auch. Sehr wichtig. So. Und die anderen kommen immer noch nicht ohne. Heute ist wahrscheinlich der Chill-Tag. Gestern waren 5 Leute eigentlich fast den ganzen Tag ohne. Das war richtig schön.
Und wir haben schon wieder zu wenig. Ah, wir haben den Nettersand wieder eingesammelt. Aha. Netherrack. So. Also. Eigentlich ist das fertig mit dem Nether. Wir müssen halt dann noch eine Festung suchen. Das nächste Mal. Wir gehen zurück. Horten mal das Zeugs. So. Sehr schön. Jo. Wollen wir noch was anderes machen? Ich weiß nicht. Ich werde dann wahrscheinlich noch eine Aufnahme vom PvP machen, sobald jemand Bock hat. Ich könnte euch ein bisschen Tutorial geben. Weil ich kenne mich sehr gut im PvP aus, also im Survival Games mit Abbauen. Ich habe sehr lange auf einem asiatischen Server, die sind jetzt überflüssig, auf einem asiatischen Server ein bisschen Ding. Der asiatische Server, der hatte mehr Schweizer als Asiaten. Das war auch sehr asiatisch natürlich. Und deshalb war ich dort drauf, mit Kollegen ein bisschen lernen, PvP zu spielen. Dort ist es nicht so. Zum ersten Mal gibt es dort nicht so viele Profis, die einen sofort killen. Und außerdem gibt es dort nicht so viele Noobs wie in den USA und in Europa. Also wenn man denkt, was zum Beispiel ungespielt alles für Noobs hat in seinen Let's Plays, da finde ich ihn sehr schade, dass er keine Herausforderung hat. Ich finde es ihm wirklich schade, dass er eigentlich der Einzige ist, der ihm irgendwie gewinnen kann. Natürlich, es ist vom am Anfang natürlich cool, immer wieder zu gewinnen, aber mittlerweile ist ungespielt so gut und die anderen sind so schlecht, dass es halt keinen Spaß mehr macht, immer zu siegen. Jo. Ich hoffe, er macht dann mal wieder was Neues. Momentan das Varo-Projekt, das war bei mir gar nicht gut angekommen. Aber noch schlecht angekommen ist, dass alle so haten müssen, nur weil er ein Varo, also ein PvP-Projekt macht, sondern ein Bauprojekt oder so. Und ich möchte ihn mit dem Dreieck-Projekt nur unterstützen. Vielleicht wird er auf mich aufmerksam und macht auch so ein Projekt oder macht bei mir sogar mit oder so. Mal schauen. Aber nicht, dass ich dann plötzlich 200.000 Leute auf meinem Server habe. Das ist nicht... das ist gar nicht gut. Ja. Und dann noch der Zombie und der German Let's Build, aber die waren sehr gut im Projekt. Wirklich Applaus und Lob an die. Leider wurden sie von Mr. More Game und noch einen getötet, weil die Diamantrüstungen hatten, verzauberte, und die Zombie und Mr. German Let's Play nur heißen, aber ja, wie man es nimmt. Der Glücklichere, also der mehr Glück hat, gewinnt. Jo. Aber es war richtig cool. Also ich habe bei Zombie die ganze Zeit geschaut und bei German Let's Play ab und zu. Und ungespielt habe ich geschaut. Seronic habe ich geschaut. Ja, war noch sehr interessant. Jo. Was wollte ich noch machen? Neben kurz zur Farm schauen. Ja, oh, der hat einen verzauberten Bogen. Aber er droppt ihn nicht, schade. Und er hat es zweimal in den Schuh getroffen. Ui. Das nennt man Headshot Skill. Am Arsch. Am Fuß. Kamikaze. Nein, das mache ich jetzt nicht. Man könnte dort in den Lava, den Lavasee springen, aber das geht auch nicht so gut. Ich finde die Dinge so cool. Ich zeige euch mal / Warp Bauwelt, was ich da so gefunden habe. Das ist ja, hier frei zu erbauen. Das ist ein Warp hier, der
eben auch in der Amplified Welt ist, dass es geht Warp Amplified und dieses hier. Und ja, eben das ist die freie Bauwelt, da kann die frei bauen ohne Grundstück alles und sie ist eben abliefert. Das heißt eben zerklüftet überall, so riesen Berge, schöne Ding. Ah, hier ist es. Hier ist zum Swanewand, die finde ich so schön. Also wenn man da hier irgendwas so mythisch ein Tor oder so reinbaut, das wäre richtig geil. Und hier die Wasserfälle überall. Das ist so ein Talkessel, also hier geht es nirgends raus. Hier ist überall Fels, hier drüben auch. Und ja, alles so ein bisschen im Schneebiom. Das finde ich recht schön, dass hier Schnee ist. Und hier ist Schwarzeichenbiom. Und ich weiß nicht, ob ich dort einen Warp gemacht habe, aber ich habe eine Blumenwiese. Ja, genau. Hier ist eine Blumenwiese. Das ist auch noch ein Biom. Und dann gibt es ja noch die Spitzeiskulpturen. Das Eiskulpturenbiom, das ist auch sehr schön, aber das ist so selten, das findet man nicht einfach so, wenn man daran nachsucht, das kommt eher Zufall. Wie ihr seht, seht ihr hier Blümchen, das ist Niederlande, hier hat es Tülpchen und ja, ihr könnt ja auch etwas bauen, aber eben, es ist nicht geschützt, also ihr müsst es schützen lassen, auch in der Amplified Welt. Lasst die Gebäude schützen. In der PvP-Welt wird nichts geschützt, das ist normal so. Ihr könnt ein Gebäude aus Truhen bauen, wenn ihr unbedingt in Sicherheit sein wollt. Aber baut dort am besten nicht so viel und seid am besten Nomaden oder so. Weil natürlich werden die anderen Spieler weiterspielen, wenn ihr nicht weiterspielt. Und dann eventuell mal die Basis finden oder so. Und hier hat es eine Tulpe mit in der Höhle. Okay, ja, hier kann man ein bisschen noch erkunden. Wir haben noch Speed drin. Wir sind auf Speed. Ja, hier können wir dann mal ein Projekt ein bisschen farmen. Hier ist noch niemand gewesen, das ist neu, der Warp. Dann habe ich noch einen Warp 2. Und hier ist Schwarzeichenbiom. Hier könnt ihr Pilze pflücken. Pilze für eure Freundin in XXL für eure Hingabe. Oder macht das, ist das Pech oder so? Ist das negativ, wenn man eine Freundin Pilze schenkt? Am besten Magic Mushrooms. Ihr wollt doch eine bekiffte Freundin haben, oder? Naja. Oh, hier hat es eine Höhle. Ein Loch. So. Aha. Hier ist nichts. Okay, also, dann bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich eben mit ein bisschen PvP. Und ja, wenn ich Lust habe, dann mache ich euch auch ein bisschen ein Tutorial. Aber ich zeige euch dann nicht die Koordinaten. Ich würde noch irgendwo hinfliegen, wo es niemand kennt oder erkennt. Oder damit niemand die Basis plündert. Jo. Also. Bis denne. Tschüss. Macht's gut. Und danke fürs Schauen.